Und dann geht's wieder los. Vielleicht muss ich jetzt wieder über die Brücke zurück. Oder? Das hat ja nicht so geklappt mit dem Springen eben. Und auch ein neues hat es wieder nicht geklappt. Ich habe vergessen, den Turbo anzumachen. Alter. Das ist schon. So, jetzt aber. Schön gerade davor. So, und rückwärts. Ah! Das nicht. Nein, das kann ich nicht erkennen. Einmal kurz drücken. Macht einen kurzen Schub. Wenn man lange. Oh, das habe ich schon wieder gemacht. Wenn man ein bisschen länger drauf drückt, dann gibt es den vollen Pulleschub. Also eine Sekunde oder so ist schon der ganze Turbotank leer. Na, gibt er jetzt nicht einfach das Auto fest? Nee, habe ich nicht, okay. Ich will da hoch, ich will einfach den Jump sehen. Jetzt mit Turbo, komm! Das war wieder nur der Mini. Mini-Schub. Oh Mann. Jetzt aber. Nö. Ja, okay. Lassen wir es. Das war aber nicht so. Nicht so dolle. Hier ist der. Nee. Da ist er. Das ist der Schnellreise. Den nimmt es doch hier nicht. Ist er nicht? Na gut, nehmen wir den Schnellweg nach Santiago hier lang. Die Banditen haben mich auch irgendwie gar nicht bemerkt, habe ich das Gefühl. Oh, muss man auch noch dahin gehen, wo das Schild ist. Sniper-Rifles sind sehr treffsicher und richten großen Schaden an Feuern, aber langsamer als andere Waffen. Tja. So ist das nun mal. So, ich weiß gar nicht, zu wem müssen wir hier mit dem Quest hingehen. Wahrscheinlich Lilith. Die hat doch sehr so geklungen als man. Oh, ich habe den Typen hier gerade gesehen, dachte, es wäre ein Bandit und ich müsste schießen. Irgendwie habe ich so kurz. Bin zu lange nicht mehr in der Stadt gewesen. Auch nett, so ein bisschen Unterhaltung. Der hört auch nicht mehr auf, ne? So, ich habe die Aufnahmen. Ja, habe ich gemacht. Danke. Je weniger Hyperion über mich weiß, desto besser. Du hast die Echos doch nicht abgehört, oder? Dumme Frage. Tja. Sag nichts Schlechtes. Wir haben einen neuen Skin gekriegt. Noch einen, den werde ich hier direkt mal freischalten. Und dann nehme ich aber den Weg hier lang zurück, weil da waren zwei Automaten, wo ich nochmal meinen Kram verkaufen kann. Und dann gucke ich mir die Skins an. Hier. Oh, da kann ich nochmal eine Schrotflinte gucken. Ich wollte ja weniger Verbrauch. Oh, und noch ein Skin. Den nehme ich natürlich direkt mit Vladov Revolution. Ja. Mentalsfall, ich weiß. Pistole kann weg, Pistole kann weg, die Schrotflinte kann auch weg. Kann weg, kann weg. Granatenwort sowieso. Schild kann weg, kann weg. Wollen auch alle nicht. Das ist mein ausgerüsteter Kram. Gut. Dann. Oha, ich habe auch 11.000. Das ist ordentlich Knete. Dann können wir den Skin jetzt auch direkt einlesen. So, und auf geht's. Dann jetzt nochmal eben hier reingucken. Der neue Kopf. Alles schön gelesen. Schon gelesen. Naja, okay, der ist ein bisschen doof. Nicht so meins, aber den hatte ich letztes Mal schon. Nein, dann. Sag nichts Schlechtes. Bunny. Witzig. Ja, aber auf Dauer ist nicht so meins. Ich glaube, ich bleib bei dem hier.
Gut, und dann Farbanpassung. Sag nicht, sie sei grün. Sie ist grün. Und es stimmt, sie ist grün. Aber noch die Süße. Ich muss die, glaube ich, immer alle einmal umwenden, um das neu wegzukriegen. Ja, irgendwann habe ich dann keine Übersicht mehr, was wirklich neu ist. Da haben wir noch mehr. Da, den Kieferknacker. Naja, nicht so meins. Aber gefällt bestimmt irgendwem. Beißende Farben. Ein bisschen Bienenstyle an den Beinen und oben lila. Ehrlich gesagt, ich fand das vorher besser. Ich weiß zwar nicht mehr, was es war. War das die jetzt? Nee. Chillen und killen. Das war's, glaube ich. Ich nehme das einfach. Passt. Fertig. Gut. Dann drehe ich hier auch durch. Noch einmal gucken, ob hier noch Quests sind. Das mache ich hier. Sieht nicht so aus. Wahrscheinlich muss ich erst den Primärquest wieder weitermachen. Und dann laufe ich jetzt. Oh, ich werde noch einmal gehen zu Moxis. Da habe ich. Ah, wenn wir schon mal dabei sind. Ich mache was Besseres als Ich hab Moxis. nicht ewig Zeit, Kecklecker. Halt die Backen. Wo ist denn hier Schrotflinte? Das da. Ja. Machen wir doch direkt. Das kostet 8. Ich habe 11. Umtausch! Kannst Ich du habe noch übrigens 3 vergessen! und. Ein mehr. Ich hätte ja gerne einen größeren Rucksack. 3 mehr. Naja. Ist ja egal. Dann können wir das hier gleich Weißt du, wo du mich beenden. findest? Und, da ist Noxus. Da wollte ich hin. Dann hier. Machen wir doch direkt mal so. Dann so. Wir gucken mal bei beiden. Der erste. Hat nichts dagegen. Der zweite noch weniger. Ich weiß mit dem Geld im Moment leider nichts anzufangen. Deshalb dachte ich, vielleicht gewinne ich ja irgendwas richtig Geiles. Was ist das? Ein Easy Bank Stick, der ist aber doof. Naja, gut. Mache ich immer ab und zu zwischendurch mal irgendwas. Ein Skin. Tediore Kundendienst. Das ist ein ganz lecker Skin. Naja, gut, also. Den löse ich jetzt mal ein, aber. Hat jetzt für mich nicht so viel Sinn. Aber gut zu wissen, dass man bei 777 dann irgendeinen Skin kriegt. Den einen Iridium, das wäre natürlich top, Bitte wenn ich was jetzt. Gutes, bitte was Wow! Gutes! Ein Granatenwerfer, ein Raketenwerfer mit 5, mit 3, mal 3 Raketen mit. Und extra Explosivschaden beim Raketenwerfer, natürlich witzig. 9 Magazingröße. Den probiere ich direkt aus. Also, ich habe auch gar keine Raketenmunition, glaube ich, oder? 8 Schuss, ne, also, der kommt dann, sobald ich kann, auf Platz 4. Der Raketenwerfer. Das wäre natürlich sehr cool. Vielleicht habe ich ihn einfach gegen den Sniper. Abwarten. Ich spiele noch einmal und dann geht's weiter. So. 1, 2. Ja, in Iridium. Oh, sehr schön. 4 Iridium. Eigentlich könnte ich einfach mein komplettes Geld hier raushauen. Das wäre schon gut. So. Ja, den da von schon 12. Komm zurück! Ich bin so Gut. einsam! Ist kein Wunder, wenn du Autos frisst. Der hat auch echt Langeweile, habe ich das Gefühl. Was wollte ich jetzt? Den Quest. Infiltriere? Nein. Verdammt, retten. Erstmal das mit dem Zwerg zündeln. Wo war hier noch die. Ach ja, richtig, ich weiß wieder. Da drin ist die Schnellreisestation. So. Da. Frostburn Canyon. Ach ja, und dann stehe ich ja direkt bei dem Typen schon. Das ist ja entspannt. Explosionswaffen haben einen Sprengradius. Du musst nicht immer genau treffen, um erhebliche Schaden zu errichten. Ja. Dings, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, Assault Rifle ist für
Necromancer doch sehr gefragt. Plus 9%, 19% meiner Zielgröße. Ich dachte 19 Schuss zusätzlich, das wäre schon. Naja. Hier vielleicht noch ein geniales Schild. Nö, alles Mist. Und das ist ja auch kein aktuelles Gebiet für mich mehr. Das ist natürlich insofern dann auch ja kein Wunder. So, dann sagen wir dem Chef hier mal Bescheid, dass wir seinen Sohn verbrannt haben. Auf seinen Befehl hin. Warum auch immer er das möchte, immer noch wollte. Und wir klauen eben dann den Kram aus seinem Briefkasten. Nein, lieber nicht. Schade. Ich dachte, man könnte da vielleicht irgendwas rausholen. Genau, Opfer Matchstick, das haben wir gemacht. Danke, Fackel. Wir werden Matchstick bald folgen. Die große Entflammung steht bevor. Die was? Die Entflammung steht bevor. Banal. Der Moment der Wie machen wir das Entflammung denn noch ist schnell? gekommen, junge Fackel. Zeit, die Ungläubigen unserer Flammenmutter zu opfern. Gucken wir mal hinterher. Setze Ableger mit Feuer in Brand. Was habe ich denn für Feuer? Nicht Feuer? Das ist Feuer? Und das ist Feuer. Nein. Das ist jetzt natürlich genial. Das sind beides Feuerwaffen. Dann nehme ich die SMG. Oder die Sniper. Ich nehme die Sniper, weil dann brauche ich nicht so nah ran. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt. Das ist nicht das Abbild. Okay, ich nehme das SMG, weil. Ja, nee, das ist noch nicht ausgereicht, glaube ich, diese. Wenn ich euch treffe, dann spürt ihr das auch. Iridium. Hat der Typ einfach Iridium dabei gehabt? Ach, das ist hier direkt schon. Von dem? Doch, dieses? Nein. Ach, das! Und was ist das andere da gewesen? Ach, euch brauche ich ja gar nicht mit Feuer umbringen. Das ist ja nur. Das entspannt die ganze Sache ja doch nicht. Das könnte übel werden. Vielleicht ist es aber auch nur so eine Art Grillparty. Geh einfach unvoreingenommen an die Sache ran, okay? Diese Typen sind gar nicht so übel. Diese Typen sind gar nicht so übel, sagt sie. Das sind Banditen. Außerdem wollen die mich hauen. Ich muss die immer umbringen. Das ist voll anstrengend. Vielleicht finde ich von hier aus den Punkt, wo ich anzünden muss. Wäre ja entspannter. Ach, das ist ein Tank, den kann ich durch die Luft jagen. Dann bräuchte ich da gar nicht hin. Ja, da oben, ich sehe es doch schon. Da können wir die Sniper zum Beispiel gebrauchen. Was Großes geleistet hat. Sobald die Entflammung vollzogen ist, erwartet uns alle unsere Belohnung am lodernden Busen des Firehawks. Ja, obwohl, wenn ich überlege, dass Lilith der Firehawk ist, mit deren Busen würde ich schon mich nicht beschweren. Andererseits, die denken mir, das ist ein Flammenvogel. Also, wie gesagt, Firehawk. Das stelle ich mir dann doch eher schmerzhaft vor, dass ein brennender Vogel zu. Ach, ja. Gut, die Mission ist nun wirklich banal. Vorbereitungen sind abgeschlossen. Kehre zu mir zurück, damit das Menschenopfer beginnen kann. Was? Okay, das klingt ziemlich übel. Geh zu diesem Entflammungsdingsbums. Wenn es gruselig wird, erscheine ich dort. Sei vorsichtig. Ich hoffe, dass ich nicht derjenige bin, der hier geopfert werden soll. Ich finde das jetzt schon ein bisschen beunruhigend. Hä? Ach, ich soll jetzt gar nicht hierher. Ich soll da hinten wieder hin. Wo ich gerade herkomme. Das ist ja jetzt ein bisschen doof. Habe ich gepennt. Ich dachte, ich muss wieder zu ihm. Und er ist aber einfach woanders hingegangen, die Schweinebacke, die der Sauerei.